Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt in mein neues Video. Ich habe eine Kaffeetasse in der Hand und für alle, die den ersten Teil gesehen haben, wissen genau, was jetzt kommt, der zweite Teil vom Winter Q&A. Ich freue mich auf euch. Auch heute war wieder der Plan, dass ich mich vielleicht fertig mache, aber ihr wisst nach wie vor, meine Stimme macht einfach nicht mit und reden, schminken fällt mir aktuell super schwer. Deswegen eine Kaffeetasse, wie auch schon das erste Mal. Ja, ein bisschen weihnachtlichen Hintergrund, heute mit dicken Schal, damit die Stimme lang genug anhält, denn es sind doch ein paar Fragen wieder. Hier den Zettel mit euren Fragen, dass ich das ablesen kann. Und ich würde sagen, nicht so lange quatschen und wir legen los. Ich habe das übrigens super cool gefunden, dass ihr da letztes Mal wirklich viel Feedback dagelassen habt und mit meinen Antworten und den ersten Fragen vollkommen zufrieden wart, dass ich das so ausführlich beantwortet habe und freue mich jetzt auf den zweiten Teil und starte auch gleich mal. Was liebst du zur Weihnachtszeit? Zur Weihnachtszeit sind es mehrere Sachen, die mir Freude bereiten. Beginnt für mich beim Dekorieren. Also ich liebe Deko und alles, was im Thema Dekorieren geht. Also ich sehe das auch im Hintergrund. Es macht mir einfach unheimlich viel Freude. Ist nicht immer so. Also es gibt schon auch Zeitpunkte, wo ich absolut keine Lust habe und dann nicht begeistert bin zu dekorieren. Ging mir heuer zum Beispiel im Sommer so, dass ich da nicht so motiviert war, sommerlich zu dekorieren. Dafür dann wieder mehr für den Herbst. Aber im Grundsätzlichen dekoriere ich super gerne und gerade zur Weihnachtszeit ist das für mich absolutes Muss, dass ich Deko aufstelle. Es bringt mir schon so ein Weihnachtsfeeling und ja, beginnt bei Kleinigkeiten mit weihnachtlichen Servetten zum Beispiel, die mir schon mega Freude machen, bis hin zu Lichterkettenbeleuchtung. Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass wir auch im Garten eine Beleuchtung haben und ja, das gibt schon so ein eigenes Feeling und gehört absolut zur Weihnachtszeit für mich dazu. Und was ich auch noch liebe, und ich glaube, das wisst ihr alle, sind natürlich Adventkalender. Also für mich sind Adventkalender, obwohl ich ja mittlerweile 35 bin, doch absolutes Highlight. Und ich könnte darauf nie verzichten. Und ja, für mich einfach einer der wichtigsten Sachen in der Weihnachtszeit. Und da geht es gar nicht darum, nur welche zu bekommen, sondern ich verschenke auch super gerne Adventkalender. Mit meiner Schwester, habe ich euch ja schon erzählt, mache ich das jedes Jahr und es ist jedes Jahr auch ein Highlight für mich, ihn ihr zu schenken und mit ihr dann jeden zweiten, dritten Tag über die Türchen zu sprechen, ihre Freude mitzubekommen und ja, eine tolle Weihnachtsstimmung versetzt mich in Weihnachtsstimmung und macht mir super viel Spaß und gehört für mich einfach zur Weihnachtszeit dazu. Die Frage Nummer 2. Hast du dich schon immer für Schminke und Pflege interessiert? Also als Kind gar nicht, wie die meisten wahrscheinlich von euch, aber ich habe schon ziemlich schnell gemerkt, dass mir Make-up, Pflege, alles so um Beauty-Themen super spannend für mich sind und tatsächlich war einer der ersten Überlegungen, wie es um Thema Arbeit, Beruf gegangen ist, vielleicht etwas in den Bereich auch zu machen. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass ja, wenn du jetzt nicht ein zum Beispiel riesengroßer Make-up-Artist wirst, ja, du damit ja eigentlich leider zu wenig Geld verdienst oder ja, das auch leider ein Beruf ist, wo man halt auch die Möglichkeit hat, dass man eben nicht so gut verdient und ja, meine Mama wollte mich dann nicht unterstützen, sage ich jetzt mal. Ich habe kurzzeitig geschaut, ob ich eine Kosmetikausbildung mache. Bei DM habe ich mich da beworben, mir das mal angesehen. Ja, aber dieses Reinschnuppern hat mich dann nicht so in Leidenschaft versetzt, dass ich es durchgezogen habe und habe mich ja dann für was anderes entschieden. Aber die Leidenschaft war schon immer da und auch durch meine Freunde, die mir immer wieder gesagt haben, du schminkst dich so gerne, es ist richtig schade, dass du da nicht mehr draus machst. Und ja, du teilst das mit uns, du schminkst uns und eigentlich hättest du da auf jeden Fall was anders machen können beruflich und dadurch ist irgendwie auch YouTube entstanden. So kann ich meine Leidenschaft trotzdem ausüben, teile mit euch meine Liebe und bekommt auch Feedback, was natürlich wichtig ist, weil auch in der Familie und Freunde sind nicht alle so Make-up begeistert, außer die neuen Freunde, die ich dazu gewonnen habe durch euch, wo man natürlich sich dann auch viel besser austauschen kann.
Die nächste Frage: Welche Weihnachtstraditionen werden mit deinen Liebsten gepflegt? Weihnachtstraditionen so an sich, so richtige Traditionen haben wir in der Familie eigentlich nicht. Also für uns ist wichtig, dass wir Weihnachten gemeinsam feiern. Das ist uns schon wichtig und auch meine ganze Familie feiert Weihnachten. Aber so richtige Traditionen, ja, früher war als Kind der Nicolo auch bei uns und hat uns unser Säckchen vorbeigebracht. Nachdem wir jetzt keine Kinder in der Familie haben, ist das aktuell nicht so. Mit meiner Oma waren wir früher oft in der Kirche am Heiligabend selber. Das haben wir aber, gebe ich ehrlich zu, nur zur Liebe der Oma gemacht. Also, dass wir jetzt, wo sie verstorben ist, noch in die Kirche gehen, ab und zu, dass es so ist, dass wir sagen, okay, an Weihnachten gehen wir in die Kirche. Was wir schon regelmäßig an Weihnachten machen, und das machen wir schon seitdem ich denken kann, ist unsere Gräber besuchen. Also das machen wir schon, ein Lichtlein anzünden. Das gehört schon irgendwie so dazu und das ist mir auch wichtig, dass wir das machen. Aber so richtige Traditionen haben wir eigentlich nicht. Eine super spannende Frage: Welche Geschenke wünschst du dir zu Weihnachten? Tatsächlich gibt es schon die letzten Jahre nicht wirklich die Wünsche schlechthin, weil ich unterm Jahr mir vieles selber kaufe und auch was Make-up und Beauty angeht, bin ich teilweise wirklich vollgestopft, sage ich jetzt mal, die letzten 2, 3 Jahre. Früher war das anders, da hatte ich dann doch so meine Wunschliste und auch als Kind, wenn man so einen Christkindchenbrief schreibt, war da schon einiges auf der Liste, aber mittlerweile werden diese Listen immer kleiner. Ein Geschenk für heuer weiß ich schon, das ist ein Geschenk von meinem Freund. Ich schaue mich immer gerne nach Schmuck um und vor allem nach Uhren. Und ich bekomme heuer eine Armbanduhr von ihm geschenkt. Will ich aber nicht zu so viel vorwegnehmen, die werde ich euch sicher zeigen. Auf die freue ich mich total. Und ich würde mich auch freuen über eine neue schwarze Handtasche. Da so in den letzten Wochen und Monaten meine schwarzen Handtaschen eine nach der anderen tatsächlich kaputt wird. Also auch das wäre was, auf was ich mich freuen würde, wenn das unterm Christbaum liegen würde. Aber so riesige Wünsche oder so einen Haufen Wünsche habe ich tatsächlich nicht. Wie sehen deine Vorsätze für das Jahr 2023 aus? Vorab möchte ich schon mal sagen, ich bin absolut kein Fan von diesen im neuen Jahr beginne ich jetzt in meinem Beispiel, weil es passend ist, mit einer Diät. Meiner Meinung nach braucht man dafür nicht ein neues Jahr, um einen Vorsatz umzusetzen. Das ist zwar das typische Klischee, würde ich sagen, dass man sich das halt überlegt, aber es funktioniert doch, also ich kenne viele in den meisten Fällen nicht. Also das ist was, wovon ich meistens ja absehe, weil wie gesagt, setzt man dann kaum um und man braucht kein neues Jahr, um irgendwas umzusetzen. Wenn ich etwas machen will, mache ich das gleich oder wähle einen Zeitpunkt für mich, wo ich auch wirklich die Chance habe, es umzusetzen. Was ich mir jedoch schon vorgenommen habe für das neue Jahr, ist jetzt vielleicht etwas ganz, wie soll ich sagen, wo einer sagen wird, naja, das ist kein Vorsatz, aber ich möchte noch viel bewusster auf meine Haare achten. Ihr habt es mitbekommen, dieses Jahr war ich mit meinen Haaren oft unzufrieden, hatte Haarausfall und es hat mich schon sehr, sehr gestört. Und ich möchte das einfach, dass es so bleibt und noch ein bisschen besser wird. Und dafür bin ich bereit, ab dem neuen Jahr oder ich habe schon angefangen, aber konsequent auch darauf zu achten und das nicht wieder schleifen lassen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde günstige Shampoos gar nicht testen und wirklich nur Hochpreisiges ausprobieren. Ja, jetzt kann man sagen, hochpreisig ist nicht automatisch gut. Da bin ich ganz bei euch. Aber ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus möchte. Ich möchte einfach schauen, dass meine Haare gut bleiben, regelmäßig sie schneiden lassen. Ich meine, das habe ich alles gemacht, aber ich habe schon gemerkt, glaube ich, durch schlechte Produkte, dass sich meine Haare verändert haben und schlechter geworden sind. Und auf das möchte ich einfach im neuen Jahr noch mehr achten, als ich es jetzt schon tue und das auf keinen Fall wieder schleifen lassen. Die nächste Frage: Hast du schon etwas Gruseliges erlebt? Komplett mal was anderes, was so gar nicht mit Weihnachten zu tun hat, aber super cool. Etwas Gruseliges. Also ich sag gleich, ich bin der absolute
Schisser. Ich habe sofort vor sämtlichen Sachen Angst, ob das jetzt Horrorfilme sind. Damit catcht man mich nicht. Ich bin da ja, eine Memme, würde ich sagen. Etwas Gruseliges erlebt. Ja, tatsächlich einmal eine, ich würde nicht sagen gruselig, aber eine unangenehme oder komische Situation. Letztes oder vorletztes Jahr an Weihnachten, wo wir eben immer unsere Gräber besuchen, war ich mit meinem Freund am Grab und am Weg zu dem Grab war der Wind richtig heftig stark und die Kapuze hat es mir dauernd weggeblasen vom Kopf und ich habe sie dann immer festgehalten und richtig schaurig und ich habe auch gesagt, wir bleiben heute nicht lang, weil das Wetter nervt richtig und zünden nur schnell die Kerze an. Machen unser Kreuzzeichen und beeilen uns, dass wir halt wieder Richtung Auto kommen. Und wie wir dann bei dem Grab ankommen, die Kerze angezündet haben, uns davor aufgestellt haben, war es mit der Sekunde auf einmal windstill. Und nicht so, wie man sich's vorstellt, dass man sagt, ja, da war halt kurz der Wind nicht, sondern ja, wir sind dann doch 5 bis 10 Minuten vor dem Grab gestanden und es hat nicht einmal gewindet. Also gar nicht. Das war so ganz komisch, die Situation, weil vorher so richtig Sturm war und wir sind dann gestanden, haben uns beide angesehen und haben beide durch den Blick irgendwie, dass das jetzt sehr komisch ist. War eine komische Situation und habe mir gedacht, das ist vielleicht nur Zufall. Ja, sind dann weggegangen vom Grab und ja, mit den ersten 3, 4 Schritten hat der Wind wieder so stark begonnen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt und ob das für euch was Gruseliges ist, aber mir war dann nicht unbedingt gut zumut. Irgendwie war das ein ganz eigenes Gefühl und schon ein bisschen komisch. Ich meine, ja, man könnte jetzt sagen, unsere Verstorbenen wollten, dass wir länger bleiben und deswegen haben sie den Wind abgedreht. Haltet mich jetzt bitte nicht für irre, aber könnt ihr euch vorstellen, die Situation war wirklich eigenartig. Vor allem beim Weggehen war der Sturm dann wieder da. Also eine ganz, ganz komische, unangenehme eigene Situation, muss ich wirklich sagen. Die nächste Frage. Hast du Duftkerzen im Winter an oder auch hin und wieder in anderen Monaten? Also ich beginne schon eigentlich gerne so ab September, Oktober, mir Kerzen aufzustellen, vor allem auch so Kürbiskerzen oder mal mit Vanille oder so. Das schon. Und habe sie auch eigentlich relativ lange stehen, also ich würde sagen so bis Februar, März, bis halt wirklich dann schon wieder mehr Sonne da ist und das Flackern der Kerzen nicht mehr so wahrnehmbar ist, im Sommer tatsächlich gar nicht. Ich habe sie zwar stehen und zünde sie vielleicht, ja, vielleicht einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen an, aber so richtig zelebrieren mit Kerzen durch hauptsächlich im Winter, Herbst, Winter würde ich sagen, im Sommer tatsächlich weniger. Ja, also jein. Ab und zu im Sommer, aber hauptsächlich im Winter. Wie verbringst du Weihnachten? Also Weihnachten verbringen wir jedes Jahr eigentlich gleich und ist eher so ein, wie soll ich sagen, da haben wir wirklich viel zu tun. Ich beginne in der Früh ganz normal, klassisch bei uns zu Hause. Entweder mein Freund und ich öffnen schon unsere Päckchen in der Früh, das kommt immer darauf an, wie wir zeitlich gebunden sind oder dann eben später, aber meistens halt schon, dass wir beide uns in der Früh unser Geschenk geben, dass jeder das schon in der Früh beim Kaffee öffnet. Dann packen wir uns zusammen, also ich mache mich fertig und mein Freund macht sich fertig, wir packen uns zusammen und fahren seine Gräber ab, sozusagen aus seiner Familie und zünden dort Kerzen an und kommen dann mittags bei meinen Eltern an. Und da gibt es dann Mittagessen, da feiern wir gemeinsam, also da sitzen dann alle beieinander und tun Mittagessen, da trifft sich schon die ganze Familie, da kommt auch schon meine Schwester und ihr Freund. Und ja, der Nachmittag ist dann eher sehr gemütlich, jeder rastet sich vom Essen aus, die eine Partie sitzt am Küchentisch und ja, tipselt vielleicht ein bisschen am Handy, die andere Partie schaut einen Weihnachtsfilm, also ganz unterschiedlich. Und meine Mama bereitet schon Teile für das Abendessen vor. Am Nachmittag ist es dann so, dass wir zu meiner Familie auf die Gräber fahren und dort ein Kerzchen anzünden. Und dann geht es nochmal zu uns nach Hause und die Geschenke für meine, also für unsere Familien, liegen dann
bei uns unterm Christbaum und dort kann das dann jeder bei uns sozusagen auspacken. Bei uns gibt es dann Kaffee, Kuchen oder Mehlspeise. Ja, je nachdem, was ich halt dann vorbereite oder kaufe. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht unbedingt die Koch- und Backmaus. Ich möchte meine Lieben behalten und nicht an Weihnachten umbringen. Nein, Spaß. Aber ja, meistens kaufe ich irgendetwas. Dann gibt es bei uns eben Kaffee und Kuchen. Wir verbringen so 1, 2 Stunden bei mir. Und auch eben die Geschenke für die Familie gibt es dann bei uns unterm Baum. Und dann fahren wir meistens zurück zu meinen Eltern. Dann ist dort so ab, sage ich mal, 18, 19 Uhr die große Bescherung, wo halt wirklich der größte Christbaum steht von allen. Und dort gibt es halt dann eben Bescherung. Und dann haben wir ein gemeinsames Abendessen. Meistens machen wir dann noch einen Spieleabend oder unterhalten uns einfach oder köpfen eine Flasche Sekt. Das wird immer ganz individuell gemacht, aber der Ablauf, wo wir wann hinfahren, ist eigentlich schon seit Jahren gleich. Ja, und das zelebrieren wir einfach so und es ist immer richtig schön, wenn dann die ganze Familie zusammenkommt und ja, dann wird manchmal was gespielt, manchmal aber auch nicht. Ihr wisst, wie das ist. Ich bin sehr gespannt, wie das mal sein wird, wenn wir Kinder haben. Aktuell habe ich ja vorher schon erwähnt, haben wir keine Kinder in der Familie. Dann wird das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn wir von einem Christkind sprechen, die den Baum aufputzt, wo man das nicht sehen kann. Ich muss sagen, auf sowas freue ich mich dann schon wieder sehr, weil ich habe es selber als Kind so geliebt, ans Christkind zu glauben. Würde mich mal interessieren, habt ihr diesen Brauch auch gehabt, dass man als Kind ans Christkind oder an den Weihnachtsmann geglaubt hat und musste man so einen Brief ans Fenster legen, den das dann abgeholt hat. Also bei uns wurde das voll zelebriert. Dementsprechend war die Enttäuschung riesig, als wir herausgefunden haben, dass das alles nur eine Geschichte ist. Aber ich finde, das gehört dazu und ich würde nicht sagen, dass ich davon einen Knacks abbekommen habe, dass mir so eine Geschichte aufgetischt wurde und ich habe das richtig schön damals gefunden, auch traurig, dass es dann eben nur eine Geschichte war, aber es gehört für mich dazu. Und auf sowas freue ich mich dann in Zukunft auch mal, wenn bei uns vielleicht kleine Kinder sind, diese Geschichten wieder aufleben zu lassen. Und ich habe auch letztens, nur dass ich das kurz einwerfe, gesehen hier auf YouTube, ich glaube 2 oder 3 Videos, da gibt es ja aktuell, ich kenne mich da noch nicht so aus, aber ich habe es süß gefunden, würde mich da auch mal reinwuseln, wenn es mal um Thema Kinder bei uns geht. Diese Wichteltür, das ist immer so ein Geschenkset, wo eine Wichteltür ist, so ein Besen und so eine Fußmatte und dann eben so eine kleine Wichtelfigur, die dann irgendwie Geschichten erzählt und über Nacht dann Verschiedenes macht, aber die Kinder dürfen es dann nicht angreifen, oder, also richtig süß gestaltet und auch diesen Kitsch könnte ich mir, wenn ich mal Kinder habe, gut vorstellen. Also da bin ich Feuer und Flamme, passend einfach zu Weihnachten, zu meiner liebsten Zeit, was so diesen Zauber an Weihnachten betrifft, würde ich sowas definitiv auch vielleicht umsetzen, finde ich richtig cool. Wir kommen zur nächsten Frage. Was hast du gelernt und arbeitest du noch in diesem Beruf? Also ich habe gelernt, ich war ganz normal in der Volksschule, dann in einer Hauptschule und dann habe ich eine 3-jährige Fachschule gemacht mit Abschluss. Und das war eine Schule für wirtschaftliche Berufe, also das war noch sehr offen gestaltet. Damals wusste ich eigentlich nicht, in welche Richtung ich gehen möchte, wie ich vorher erwähnt habe. Kosmetik war immer ein Thema, aber ja, trotzdem nicht so, dass ich jetzt sage, gut, das mache ich auf jeden Fall. Und dann hat es eben sich ergeben, dass ich eine 3-jährige Fachschule gemacht habe für wirtschaftliche Berufe, wo ich unter anderem mit Buchhaltung zu tun hatte, aber auch die Ausbildung zu Koch-Kellner gemacht habe. Ja, Koch, ihr hört richtig. Daher auch, glaube ich, meine Abneigung, weil ich mochte es in der Schule schon nicht. Koch-Kellner, aber auch so in wirtschaftliche, also in soziale Berufe, sei es jetzt zu Arztpraxen oder so. Und ich hatte einfach mit dieser Ausbildung nachher die Möglichkeit, wirklich zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Also ich hatte danach die Chance zu sagen, ich hätte ins Reisebüro gehen können, einfach was Reisen betrifft, zu verbuchen. Ich hätte aber genauso mich an eine Rezeption bei einem Zahnarzt setzen können. Buchhaltungsmäßig wäre ich auch gut aufgehoben gewesen und hätte da auch Verschiedenstes machen können. Und Kochkellner auch, was für mich total klar war, dass das nie der Fall sein wird. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert und ich auch nie bereut. Ja, und dann ist es aber so gekommen, dass ich bei einer damaligen Freundin bei ihrem Papa in der Firma angefangen habe.
Die waren damals eine Versicherungsfirma. Und dort habe ich halt angefangen und verschiedenste Büroarbeiten gemacht. Das hat Spaß gemacht. Das war ein toller Einstieg in die Arbeitswelt und habe mich nebenbei immer beworben und bin dann ja zum, ich sage jetzt einmal, zu meinem jetzigen Job gekommen und habe da die Möglichkeit gehabt, mich vorzustellen. Ich arbeite ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, bei einem Gericht und habe da die Möglichkeit gehabt, mich vorzustellen. Da war ich, jetzt muss ich lügen, 20, 18, 19, auf jeden Fall sehr, sehr jung, habe mich dort beworben, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, wurde genommen und arbeite bis heute noch dort. Bin zufrieden mit meiner Arbeit, es ist abwechslungsreich, es hat doch viele Facetten und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich gelernt habe, jetzt arbeite, aber es geht doch in diese Richtung. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied habe ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Lied habe, wo ich sage, das ist mein Lieblingslied. Ich muss sagen, für mich ist Musik im Allgemeinen sehr wichtig. Ich höre viel Musik. Ich bin aber auch sehr offen, was Musik angeht. Also bei mir spielt es jetzt zur Weihnachtszeit ganz viele Weihnachtslieder und auch im Auto habe ich eine Weihnachts-CD. Da kann ich mich voll, wo ein anderer sagt, ich kann Last Christmas schon Jahre nicht mehr hören. Ich höre das jedes Jahr trotzdem noch 10 bis 20 Mal. Und auch wenn es im Radio kommt, drehe ich lauter. Da bin ich voll dabei. Das nervt mich gar nicht. Ich kann aber auch zum Beispiel Schlager gut ab, also Helene Fischer, gröle ich gerne mit, laut, falsch und mit Begeisterung. Ich mag aber auch zum Beispiel so Techno-Sachen. Früher bin ich auch gerne fortgegangen und dann meistens in so Techno-Lokale, wie ich noch jung war. Und ich kann mich aber auch umgekehrt mit, ja, Rock und so begeistern. Ich habe Rammstein für mich entdeckt, die ich sehr, ich sag extravagant finde. Sie machen echt gute Musik, aber bringen auch vieles auf den Punkt, was sich keiner sagen traut. Also ihr merkt, mein Spektrum an Musik ist dann doch kunterbunt. Also ich bin da wirklich nicht eingefahren, dass ich sage, es geht nur das oder nur das, absolut gar nicht. Ich bin querbeet, mag vieles, höre gerne vieles Unterschiedliches, auch je nach Stimmung. Ich bin aber auch der Mensch, der traurige Lieder hören kann und dann heult. Also ich bin sehr sentimental, vor allem in den letzten Jahren geworden und dann spielt es ein trauriges Lied und gerade zu Weihnachten ist es immer gefährlich. Und wenn ich dann schon merke, ich muss ein, zweimal mehr schlucken, ist besser, ich drehe die Musik ab. Denn es kann mir auch passieren, dass mir einfach dann ein, zwei Tränen runterkullern, weil ich mit Musik einfach auch viel verbinde und mir das auch ein gutes und ein spezielles Gefühl gibt. Ich kann da mitgrölen, wenn das ein Partylied ist. Ich kann mitschunkeln, wenn es irgendwie ein Schlagerlied ist. Ich kann aber auch mitweinen, wenn es ein trauriges Lied ist, an, wo ich an verschiedenste Situationen denke, die vielleicht in meinem Leben nicht so schön waren oder an die ich zurückdenke, die ich traurig finde. Also da bin ich wirklich, ja, für vieles zu begeistern. Die nächste Frage: Wie feierst du heuer Silvester? Das ist vielleicht für einige jetzt nicht nachvollziehbar, aber ich mache mir aus Silvester gar nichts. Früher habe ich immer das Gefühl gehabt und es wird auch, finde ich, immer so vermittelt, an Silvester muss man etwas Tolles machen und was Besonderes machen. Und Leute, ich kann das gar nicht nachvollziehen, denn Silvester ist ein Tag wie jeder andere, zumindest für mich. Also früher als junges Mädchen war ich immer fort mit meinen Mädels. Habe immer Party gemacht und ja, vielleicht auch einen über den Durst getrunken und einen zu viel, dass vielleicht Silvester nicht so gelaufen ist, wie es sein hätte sollen. Im Nachhinein gesehen absolut dumm. Also kann ich keinen von euch empfehlen, das ist nicht cool und nicht lustig, außer dass ihr am nächsten Tag einen dummen Schädel habt. Aber es gab ein schönes Silvester mit einer Freundin, den Silvesterabend haben wir damals in Miami verbracht. Ein toller Urlaub und an sowas erinnere ich mich richtig gerne. Es gab aber auch schon Silvesterabende, die wir bei einer Freundin, bei der Mama verbracht haben, wo dann die Mama gekränkelt hat und mit 40 Fieber um 10 am Abend da gelegen ist und der Silvesterabend um 10 nach 12 vorbei war, weil sie einfach ja müde war und fertig war.
Auch meine Mama hat schon mit Fieber an Silvester gekämpft, wo der Abend in einen Fernsehabend geendet ist. Es wird einfach meiner Meinung nach viel zu überdrüber gemacht. Ich kann es nicht nachvollziehen oder nicht mehr nachvollziehen. Früher wollte ich diesem Druck standhalten, oder wie gesagt, Silvester muss man was Cooles machen. Mittlerweile gehe ich das sehr entspannt an. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo ich ganz gemütlich mit meinem Freund zu Hause war. Wir haben uns lecker am Abend etwas zu essen gemacht und gemeinsam ferngesehen, ein bisschen geplaudert. Und um Mitternacht, weil bei uns Raketen geschossen werden, uns das Feuerwerk angeschaut. Und ich war um 12:30 in der Früh im Bett. Und es war toll. Es hat mir ausgereicht. Und ich glaube, so wird das heuer auch wieder sein. Ja, der Hype um Silvester ist für mich definitiv vorbei. Aber mich würde interessieren, wie ihr dazu steht und was ihr an Silvester dieses Jahr plant. Die nächste Frage. Was gibt es an Heiligabend zum Essen? Immer toll, bei Essen bin ich immer dabei. An Heiligabend gibt es bei uns immer Fisch. Fisch mit Kartoffel und Vogelsalat in Mayonnaise, super lecker. Das gibt es immer mittags und abends, ist es immer ganz unterschiedlich. Es hat bei uns schon gegeben Geselchtes im Brotlaib, also so ein Fleisch mit Brot ummantelt. Ja, dazu Senf, Krähen, Gurkerl, ja, so Art Bredeljausen, sage ich jetzt mal. Es hat aber auch schon einfach nur kalte Platten oder Brötchen gegeben. Es hat auch schon abends mal Raclette gegeben oder Fondue. Da sind wir immer sehr flexibel. Wir werden sehen, wie das heuer sein wird. Aber Fisch ist immer am Plan. Die nächste Frage: Welches Lieblingsbuch hast du? Lieblingsbuch. Also ich muss vorab sagen, ich bin keine Leseratte. Mich kann man schwer begeistern, gerade mal vielleicht im Urlaub, wenn ich wirklich die Seele baumeln lassen kann, dass ich dann mal ein Buch lese. Und das muss mich aber dann so catchen, dass ich es auch wirklich zu Ende lese. Ich kann euch tatsächlich kein Lieblingsbuch nennen, weil ich keines habe. Aber ich kann auch kein Buch nennen, was mich als letztes sehr begeistert hat. Daher gibt es auf diese Frage auch keine Antwort. Es gibt jetzt sicher einige von euch, die schockiert sind, aber ich gebe es ehrlich zu, ich kann mich mit Lesen nicht, da verbindet mich nichts. Ich kann da in diese Welt nicht eintauchen. Ja, also es ist für mich ein Hobby, was ich nie entdeckt habe. Vielleicht ändert sich das mal, davon, ja, könnte ich ausgehen, dass vielleicht mal Interesse an Büchern kommt. Aktuell lese ich tatsächlich nichts. Und wir sind bei der letzten Frage angekommen und die letzte Frage heißt: Welches Make-up-Produkt könntest du nie ersetzen, weil es so gut ist? Boah, das ist eine schwierige Frage. Welches Produkt? Vor allem, das ist eine Frage, wo ich sage, nie ersetzen ist dann schon sehr gewagt, sage ich jetzt mal. Nie ersetzen. Also ich würde sagen, es gibt kein Make-up-Produkt, wo ich nicht eine Alternative finden könnte. Was mir besonders gut gefällt und erst für mich lieben gelernt habe und am Anfang nicht so überzeugt war, war tatsächlich von Urban Decay den All-Nighter Setting Spray. Den habe ich echt unterschätzt. Und der macht schon wirklich einen guten Job. Also dieser Setting Spray, finde ich, macht so, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein fixierendes Spray, kann man eben nehmen am Ende vom Make-up. Und ich finde, der macht einen krassen Unterschied. Wenn du jetzt viele Puderprodukte aufgetragen hast und das Gefühl hast, es ist alles zu viel und du sprühst dir den dann auf, der nimmt so dieses, es ist super schwer zu beschreiben, aber er nimmt einfach dieses Pudrige weg und lässt das so schön auf der Haut verschmilzen, was ich echt schön finde. Und der hat schon echt, ja, seinen Namen und das ist ein super gehyptes Produkt. Aber ich finde, der hat es auch verdient. Aber ob ich ohne ihn leben könnte, ja, vielleicht im Sommer nicht. Im Winter brauche ich ihn aber jetzt nicht zwingend. Reicht ein günstiges von Catrice genauso. Also
Ich möchte mich da nicht auf irgendein Produkt hundertprozentig einschießen, weil ich immer der Meinung bin und gerade bei der Vielfalt, die auf den Markt kommt, und ich glaube, ich spreche da für euch mit, bei der Masse, die aktuell auf den Markt kommt, gefühlt hast du täglich ein neues Produkt, kann ich mir vorstellen, dass jedes Make-up-Produkt ersetzbar ist. Es dauert vielleicht nur eine Zeit, ein ja, passendes Produkt zu finden, aber sicher möglich. Also wirklich. Ein Make-up-Produkt, würde ich sagen, auf das schwöre ich und würde ich nie austauschen. Aktuell nein. Früher habe ich sehr gerne gehabt, aber das gibt es nicht mehr zu kaufen. Deswegen ist es eher unspektakulär. Von Becker den First Light Priming Filter. Das war so ein Primer, aber auch auf den greife ich aktuell weniger zurück, weil ich ihn momentan nicht brauche. Und man sieht ja, die Haut und die Bedürfnisse ändern sich immer wieder mal und deswegen möchte ich mich auf kein Produkt so richtig einschießen. Ja, und meine Lieben, wir sind wieder durch. Das Q&A ist vorbei. Ich bedanke mich für eure Fragen, freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren, was ihr zu dem einen oder anderen Thema sagt. Und ich habe auch schon erwähnt bei der Nicolo-Verlosung, dass ich dieses Quatschen mit euch richtig feiere und manchmal sogar mehr als ja Schminkvideos und ich euch durch das vielleicht im neuen Jahr auch besser kennenlernen könnte und habe da schon erwähnt, dass mich ein Palettenquatsch-Video, also ich nenne es dann Palettenquatsch, diese Art Video würde mich super reizen für das neue Jahr, wo wir eben genau um unterschiedlichste Themen reden könnten, wo ihr mir einfach Fragen stellt oder Themenbereiche vorgibt, über die ich sprechen soll und wir uns dann austauschen in den Kommentaren. Sagt mir auch hier gern nochmal, was ihr von der Idee haltet. Das passt halt super auch in dieses Q&A. Natürlich wird es auch so ein klassisches Q&A sicher in 2023 wieder geben, aber der Teil ist jetzt vorbei und ich hoffe, ich habe eure Fragen zufriedenstellend beantwortet. Ihr konntet mit der einen oder anderen Antwort auch was anfangen oder seht es vielleicht komplett anders als ich oder genauso wie ich. Teilt mir das unbedingt in den Kommentaren mit. Mich würde der Austausch das sehr interessieren, wenn ihr zum Beispiel sagt, puh, du liest keine Bücher, oh mein Gott, wie kannst du nur? Ihr seid vielleicht totale Leseratten, aber habt vielleicht mit Make-up nicht so viel am Hut. Also auf die Kommentare von euch bin ich natürlich dann auch sehr gespannt. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt, dass ihr mir tolle Fragen gestellt habt und einen zweiten Teil überhaupt möglich gemacht habt. Und ja, trink meinen Kaffee jetzt noch in Ruhe aus. Vielleicht beim Videoschneiden. Dann habe ich aber noch ein bisschen was. Da könnte ich noch ein, zwei Kekse vernaschen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüssi, baba.